Das, was Nina schon länger weiß, sollen jetzt alle wissen. GZSZ-Schauspielerin Nina Enzmann ist im Schwangerschaftsendspurt. Viele Vorkehrungen sind schon getroffen, nur eine Sache hat sie bisher für sich behalten. Wächst in ihrem Bauch ein kleiner Prinz oder eine kleine Prinzessin heran? Nina verrät es uns. Im Video richtet sie sich überglücklich und voller Dankbarkeit an ihre Fans. GZSZ-Schauspielerin Nina Enzmann. Man zeigte, was man hat. Wie und wann hast du erfahren, ob es ein Junge oder Mädchen wird? Wir haben schon zu Beginn mit der Ärztin spaßeshalber gemeinsam spekuliert. Erst dachten wir, es würde ein Mädchen werden, da es auf dem Ultraschallbild zunächst danach aussah. Doch dann war relativ schnell klar, dass es ein Junge wird. Die Zeichen im Ultraschall wurden einfach zu eindeutig. Man zeigte, was man hat. Wie habt ihr auf die Nachricht reagiert? Was waren die ersten Gedanken? Wir haben uns sehr, sehr, sehr gefreut. Aber ehrlicherweise ist das Geschlecht doch nur sekundär. Viel wichtiger ist, dass es unserem Kind gut geht und es gesund zur Welt kommt. Habt ihr die Enthüllung besonders gefeiert? Gab es eine Gender-Reveal-Party? Unseren Familien haben wir es direkt gesagt. Sie haben sich natürlich gefreut, jedoch wäre bei einem Mädchen die Freude nicht minder groß gewesen. Mein Berliner Freundeskreis, wozu auch meine Schauspielkollegen Anne Menden und Marc Weinmann zählen, wussten das Geschlecht und haben vor Freude noch eine ganz süße Überraschungs-Babyshower-Party für mich geschmissen. Mein Düsseldorfer Freundeskreis hingegen ist zum Teil eingeweiht und hat für die kommenden Tage eine Gender Reveal Baby Shower Party organisiert. Ich habe keine Ahnung, was da alles auf mich zukommt, aber wie ich meine Mädels dort kenne, haben sie sich eine Menge einfallen lassen. Ich freue mich schon sehr darauf und werde bei Instagram berichten. GZSZ-Star Nina Enzmann macht's auf Instagram ziemlich spannend. Nina Enzmann und ihr Freund Marc warten auf den Tag der Tage. Was steht bis zur Geburt jetzt noch an? Über Weihnachten und Silvester war im Kreise unserer Familien und Freunde sehr viel los. Ich habe diese besondere Zeit sehr genießen können, denn es ist das letzte Mal zu zweit und das erste Mal zu dritt, denn der Kleine feiert ja indirekt mit. Jetzt freue ich mich allerdings auf die letzten Wochen vor meinem Due Day, wo ich mich voll und ganz auf den Kleinen, die Geburt und mich besinnen kann. Jetzt lehnen wir drei uns zurück und warten voller Vorfreude auf den Tag der Tage. Wie geht es mit Ninas GZSZ-Rolle Jessica weiter und wann kehrt sie zurück? Du bist noch einige Zeit bei GZSZ zu sehen. Was passiert aktuell mit deiner Rolle Jessica und ihrem Dr. Love Philipp Höfer? Beide haben sich gerade erst geküsst, kommen sich endlich näher, halten zusammen und stehen füreinander ein. Letztendlich wird das Match mit Hindernissen vielleicht zur großen Liebe mit wahren Gefühlen füreinander. Doch das ist nicht leicht, darf der Chef mit der Auszubildenden? Und was sagen die anderen dazu? Was sie aus dem Miteinander für sich und ihre Beziehung ziehen und ob das alles so weitergeht, werden die Zuschauenden schon ganz bald erfahren. Wie lange müssen die GZSZ-Fans auf dich verzichten? Die GZSZ-Fans müssen nicht lange auf mich verzichten. Im GZSZ-Universum wird es sich wie ein Wimpernschlag anfühlen. Im Sommer 2024 fange ich bereits wieder an, reduziert zu drehen. Jetzt, wo auch das Babygeschlecht bekannt ist, gibt es nur noch eine Sache zu tun: sich in aller Ruhe auf die Geburt des kleinen Jungen vorbereiten freuen. Genau das wird Nina jetzt auch gemeinsam mit Partner Marc machen.